Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was das für ein Typ ist. Da stand doch irgendwas Extreme Sailor oder so? Nee, da war es nicht. Jetzt erstmal wieder zurechtfinden, wo es war, aber müsste hier sein, da unten. Ja, oh, das ist jetzt Zaun. Gleich müssten wir aber da sein. Das möchte ich nochmal schauen, ja. Der kann man damit wirklich nicht so viel ableiten. Das wird wohl ein Wasser, eine Wasserarena sein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du musst mich nicht so für dumm verkaufen hier. To kick her sexy booty. Warum ist da so ein doppeltes Leerzeichen von dem Blitz? Weiß man nicht. Gebuken. Ist das ganze Wasser hier abge... Hallo, was soll das denn? Wie die mich hier alle verarschen, Leute. Ich rechne überhaupt nicht damit, dass die mich sehen von der... Das ist jetzt schon der dritte Trainer, der mich überrascht hier. Oh. Weppy. Nun, das wird dann wohl die Wogi-Arena. Ich habe 2 Pokémon mit effektiven Attacken. Das hier sollte eigentlich im Normalfall überhaupt kein Problem darstellen. Ein Palsul. Ja. Bekannte Gewichter für mich. Oh, noch kein Level Up. Yumini! Du wolltest doch unbedingt kämpfen, sonst hättest du ja nicht aus der Distanz freiwillig den Weg auf dich genommen. Aber bei dir weiß ich jetzt Bescheid. Ich kann Fool so nicht benutzen. Ich würde es lieber bei den Trainern draußen mal machen, anstatt jetzt hier was zu machen. Jo, da guckst du mich direkt an bei dem Weg da. Oh, mein Hysteria. Hysteria schreibt man auch mit Y auf Englisch, oder? Der kann I und Y, glaube ich, nicht auseinanderhalten. Oh. Das hier wird, glaube ich, echt im Gegensatz zur ersten Arena gar nichts. Ich werde das auch nicht versuchen, das spannend zu machen. Ich meine, Fakten sprechen für sich. Diane, denn Badeanzug sieht übrigens total aufgemalt aus. Sieht echt nicht so aus, als ob sie den da richtig trägt. Ich bin noch schöner, aber sie ist stärker als ich. Naja, werden wir sehen. Warum guckt sie nach rechts? Ist da irgendwas? Will ich irgendwas wechseln noch? Eigentlich nicht. Das ist gut so, wie es jetzt ist. Stürzen wir uns ohne Umschweife ins Gefecht. Jetzt werde ich mich übrigens davon überzeugen, ob du sexy wirst. Naja. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Zu Nurion. Okay. Ja, ich werde mich hier durchsparken durch den Kampf. Also ich sag mal so, dass es nicht spannend wird, war mir schon irgendwie klar, aber dass ich das erste Pokémon sogar One-Hitte. Wenn das jetzt auch nochmal ein One-Hit. Oh. Also ein. Okay, vielleicht sehen wir doch keinen Angriff. Ja, sorry. Also. Was soll ich dazu sagen? Ich hatte noch nie, glaube ich, einen Arena-Kampf, bei dem die Arena dann nicht eine einzige Attacke eingesetzt hat. Ja, das lassen wir so stehen. Ich kann zu dem Kampf jetzt wirklich nichts mehr sagen. Das war ja gerade... Das war ja nix. Wir haben nicht eine einzige Attacke. Wir werden niemals herausfinden, was sie gemacht hätte. Tja. Das war wohl nix. Das war so ein bisschen die Titanic gerade in Pokémon-Kampfform. Passt ja zum Wasserthema. Da bin ich ja jetzt schon guter Dinge, was die nächsten Arenen trifft. Warum gucke ich mir das Schild nochmal an? Um nochmal die Ironie zu unterstreichen, dass der Extrem steht, aber es nicht Extrem war wahrscheinlich. Hey, der ist jetzt weitergegangen hier. Ninja ist Lux-Teil. Ich muss mich noch nicht mal heilen jetzt nach dem Kampf. Hä? Was?
Also er versucht ihm jetzt halt die ganzen Attacken beizubringen, aber es macht nur Blödsinn. Kommt dann noch irgendwas anderes in den Steinchen untersuchen. Ist aber nichts. Der Grace Beach. Wie ich die Musik nicht geändert habe. Ich habe gar nicht die Grasbüsche untersucht bei dem guten Abschnitt da oben. Ja. Hier ist ja auch nichts von Bedeutung. Ich sollte jetzt mal meinen Vogel nach vorne schicken wieder, denn das ist von meinen Haupt-Pokémon hier bisher immer noch am niedrigsten. Eine Hütte! Oh. Ey, die hat Zockeroper oder was? Ich kann weder den Fernseher ansprechen noch die Konsole hier. Oh, it should be packed. Warum? Warum sollte es? Das ist deiner Meinung. Na, Opa? Laetitia. Ich will aber der Greatest Trainer sein, so. Bist du jetzt irgendein besonderer Mensch, mit dem ich irgendwie mir merken sollte? So wie Duck. Duck, der ist der wichtigste Charakter im Spiel. Oh, sie redet von... Was? Each Guardian? Es gibt 4 legendäre Pokémon. Die 4 Low Heaven Kings. Das ist eine wichtige Info tatsächlich. Aha. 4 West Images. 4 Low Heaven Kings. Oh, wir könnten die uns jetzt wahrscheinlich schon spoilern. Wir würden die jetzt wahrscheinlich gespoilert bekommen als Bilder, wenn ich mir jetzt so die Namen da angucke. Also, das ist aber, das raubt irgendwie den Effekt, würde ich sagen. Deswegen machen wir es tatsächlich nicht. Ich fände das jetzt mega lame, wenn ich mir jetzt die legendären Pokémon alle als Bilder anschauen würde, statt mir im Kampf direkt anzugucken, wie sie aussehen. Wie auf die Namen habe ich jetzt auch noch nicht mal geachtet, wirklich. Also, das ist so ziemlich das erste Mal, dass ich etwas bewusst auslasse dann. Statt es gleich zu untersuchen. Ja, die ganzen Faces. Tatsächlich könntest du das tun. Wie wär's mit... ja, es kann aber Blitz. Da ist das hier am ehesten zu entbehren, das brauche ich überhaupt nicht. Nimm das hässliche Teil da. Pass auf, dass es dir keine Probleme bereitet. Was soll das überhaupt sein? Achso, das sollen zwei Pokebälle darstellen oder was? Ja. Ist hier sonst nichts weiter? Ich guck da mal hier so ein bisschen weiter. Ne? Vielleicht gibt's hier was Cooles zum Fangen, nämlich. Nee, gibt's nicht. Ich weiß nicht, ich nehme jetzt mit ein paar gratis EP mit. Ich muss Fool irgendwie trainieren. Wenn ich schon mal hier reinrenne und vor allem der Arena-Kampf so schnell vorbei war. Dann kann ich mir die Zeit ja auch nehmen, ja. Das eine Grasbüsch da. Hier ist sonst nichts. Hab ich jetzt verpasst, wo es weitergeht oder wie? Ich hab's jetzt noch nicht verstanden, wo ich hin muss. Das ist dämlich. Kann man hier jetzt oben irgendwo schneller abkürzen? Ich habe jetzt auch nicht eine TM oder sowas, eine VM oder sowas bekommen, oder? Und hier den Dinger kann ich ja auch nicht entfernen. Ich guck mal schnell nach. Der Bitbeeper wird mir auch nicht helfen, glaube ich. Ich hab nur Flash, ja. Puh, das ist jetzt gar nicht so einfach, was rauszufinden. Also mit Zerschneider wäre das kein Problem, aber irgendwo... So, hier kann ich ja auch nicht zurück. Nicht, dass ich jetzt gleich nachgucken muss, wo ich hin soll. Kann mir jemand helfen hier? Du hast doch was gesagt, wer Zerschneider mir beibringen kann. Ja, aber ich komme jetzt zu keinem Wald jetzt. Ich komme ja nicht zu irgendeinem Wald jetzt, ne? Oder hätte ich den Zerschneider schon? Ich habe eine böse Befürchtung. Ich hoffe aber, dass das nicht stimmt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwo Zerschneider übersehen und komme jetzt nicht zurück in... Das wäre jetzt echt schlecht.
Ich würde es Baro aber zutrauen. Moment, ich bin so blöd, ich weiß, was ich tun muss. Es ist mir eingefallen, was ich tun muss. Ja. Sorry, dass ich da gerade ein bisschen überlegen musste. Ja. Ist ja klar, der Polizist geht dir nach dem Arena-Kampf weg. Passiert. Als Kuh verkleidet? Okay, ja, ich gehe jetzt mal hier. Ich darf da nicht mal hin. Hey, du da. Jetzt prügeln. Du bist doch nicht als Kuh verkleidet, oder? Oh nein. Nicht das Teil. Es ist zurück. Das ist das lästigste Ding von allen, ey. Mitunter. Das war ein Volltreffer. Hallo! Wenn du unbedingt Fetz da drin haben willst, von mir aus. Hier, wir können den Mega-Punch mal ausprobieren. Boah, der Hintergrund ist immer so geil. Es hat Schnarchnase. Es hat einfach Schnarchnase. Das unnützeste Pokémon, oder wie? Level 17. Und auch wieder mal ein Level up. Also rein levelmäßig war ich sogar locker unter dem Arena-Kampf 2 bis 22 hoch. Demi-Bomb. Das war das Pokémon aus der Höhle, das ich lange nicht fangen konnte. Und ich weiß die Typen gerade nicht. Irgendwas war effektiv, aber ich weiß nicht was. Oh, Feuer? Nicht, dass du mir jetzt wieder meinen Vogel hier ansenkst. Also so rein von dem her. Ich würde gewinnen. Komm, Baby. Hoch so viel danach. Verdammt. Oh, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ruxukip reicht nicht. Da gehe ich jede Wette ein. Weil ich brauche diese EP. Ich brauche sie. Hier, sauf Wasser. Du hättest dir noch ein bisschen von dem Wasser auf deine Verbrennung drauf tun. Ist es irgendwie so ein Running-Gig, dass ich Vogel entweder wiederbelebe oder heile, nur um dann festzustellen, dass es trotzdem unter den Umständen keine Chance hat? Die Leute sind lustig. Weißt du? Nein, ich benutze extra meine ganzen Heil-Items. Aber die wollen dann nicht. Und das war wieder. Also wie krass Womi einfach ist. What? Ey, hatte ich die Maxen von mich? Dick. Achso, ich dachte gerade, das ist Rauchwolke und das hat er jetzt selber benutzt. Hättest du ja auch Teleportation oder Teleport benutzen können, wie das Phantom. Erstmal jetzt ein Pokémon Center. Ein bekanntes Bild. Didudidudi. Oh, willkommen in meinem tollen Pokémon Center. Ich muss schon wieder dein hässliches Vogel-Pokémon da wiederbeleben. Mann, bist du schlecht. Naja, wiederbeleben nicht, aber. Schwester Joy, ich weiß, dass Vogel nicht so stark ist. Und danke, dass sie trotzdem. Wie der Typ in die Papier. Danke, dass sie trotzdem immer wieder dafür sorgen, dass Vogel sich erneut versuchen kann und dann scheitert. Dann gucken wir doch mal hier weiter. Wow, jetzt bin einfach mit einem Schild vorbeigelaufen, obwohl ich da anschauen wollte. Ey, hier könnte man sich nur den Weg abkürzen dann. So, das ist jetzt das Haus, mit dem man dann skippen kann oder so. Nein, hier ist gar nicht so weit. Berry Crush. Oh, das ist jetzt wieder irgendwas Blödes, was keiner braucht. Das Powder Jar. Ja, das kann ich jetzt eh nicht machen. Will ich auch gar nicht. Alconcoct? Ist das. Also, entweder ist das ein Wort, das ich noch nie gehört habe, oder er hat es falsch geschrieben. Würde mich nicht wundern, wenn es das Wort wirklich nicht gibt. Und Bau wieder einen Fail hatte.